Ça, c'est son exercice préféré en été, c'est le biceps. Tu vois, toujours devant le miroir, le fitness, comme ça c'est branchy. Nous, même un exercice sur le planning, ça s'appelle branchy special. Voilà, ça, c'est biceps. Ja, es ist die Wahrheit. Aber nichtsdestotrotz, der Remo hat natürlich andere Prioritäten setzen als ich. Und dementsprechend ist eigentlich nicht unbedingt der Gast im Kraftraum, der am längsten bleiben will. Und macht jeder den Schein noch lieber. Und ist das eigentlich klar. Well. Branchy joue avec deux bottes de ski sur le pied. En fait, c'est pas forcément dur à toper Branchy. Ja, also, da muss ich natürlich schon ehrlich bleiben. Ich bin mit zwei linken Chalken auf die Welt gekommen und habe nicht unbedingt die Fußball-Game bekommen. Aber zu dem stehe ich und mache trotzdem immer mit und probiere natürlich immer, den Remo auf die Palme zu bringen, wenn wir Tutat spielen. Und das klappt eigentlich nicht so schlecht. Ja, das klappt sehr gut, ja. Moi, je crois que Teddy a plus de followers que nous deux. Hein. Ja, der Remo ist natürlich schon einer, der ab und zu mal zu mir läuft, da in der Garderobe. Aber natürlich auch auf dem Eis kriegt man natürlich ab und zu immer schon noch Sprich. Und ja, der Remo ist da schon einer der Trash-Talker für uns zwei. Ouais, moi, oui, je parle beaucoup de temps en temps, ouais, méchant. Mais je crois que ça, c'est le truc de mes émotions. Parce que si je joue sans émotion, c'est pas moi qui joue. Okay. Moi, je joue avec les émotions. Mais ce truc méchant, ça, c'est juste les 60 minutes. Et après, n'importe qui, je peux serrer la main, je peux m'excuser. Et voilà, ça, c'est la partie de jouer pour moi. Voilà, tu dis, ouais, la prochaine fois, je shoot un petit peu plus fort parce que ça, c'est trop facile. Ou des choses comme ça. Also, der Remo ist sicher mehr in der Garderobe. Ausser trainiert mal, dann hat er mal wieder Pause. Das kann natürlich auch sein. Er ist noch ein guter Kandidat, wo man mal ein Tag zwei noch mehr frei bekommt als andere. Aber das mag ich mir natürlich gönnen. Ich bin nach den Trainings meistens relativ schnell weg, weil ich nachher am Nachmittag meistens noch arbeite und die Zeit am Nachmittag da noch brauche. Aber nein, der Remo ist für mich schon länger in der Garderobe. Ouais, moi ouais. Branchy, il est assez vite après parce que voilà, il a besoin d'aller au travail. Mais moi, j'adore les vestiaires, j'adore parler avec les coéquipiers, j'adore passer mon temps là-dessus. C'est mon deuxième maison et pour moi, il n'y a pas une place plus magique à côté, bon, comme des vestiaires parce que tu passes des moments dessus, c'est incroyable.